Derzeit beschäftigt mich ein Thema so stark. Und die Frage ist, sind wir uns bewusst, wer in uns lebt? Haben wir ein völliges Bewusstsein darüber, wer dort in uns lebt, wem wir Wohnraum gegeben haben? Wir wissen, dass Jesus in uns lebt, dass wir ihm nachfolgen, aber dass wir auch Johannes Kapitel 15, der Weinstock und die Reben, dass wir eins mit ihm sind und er in uns Raum gefunden hat. Aber wir wissen auch, dass der Heilige Geist nun in uns lebt, dass der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, Epheser Kapitel 1, Epheser Kapitel 2, dass dieser Geist in dir und in mir lebt, wenn wir von neuem geboren sind. Und diese Frage stelle ich mir seit langem, denn ich denke, wir unterschätzen die Kraft des Heiligen Geistes, wir unterschätzen die Person, der Heilige Geist, wir unterschätzen es, was der Heilige Geist tun kann, wenn wir ihm völligen Raum geben, damit er wirken kann in füllender Kraft. Drei Punkte heute, die wir uns anschauen möchten. Der erste Punkt lautet: Was hat der Heilige Geist in deinem Leben und in meinem Leben bewirkt? Was bedeutet es, von neuem geboren zu sein? Punkt Nummer zwei ist: Was heißt es, die Tiefen Gottes zu ergründen durch die Kraft des Heiligen Geistes? Und Punkt Nummer drei: Was heißt es, dadurch im Geist und in der Wahrheit anzubeten und dadurch einen Lebensstil der Anbetung zu leben im Heiligen Geist? Johannes Kapitel 1, Verse 12 und 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, im Altgriechischen auch Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Vollmacht, in einer kaputten und zerstörten Welt Kinder Gottes heißen zu dürfen. Warum? Weil wir Jesus Christus in unserem Leben aufnehmen, annehmen als unseren Erretter und Erlöser, weil wir es annehmen, dass er dort hing, wo wir hätten hingen sollen, weil wir es annehmen, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen den Tod besiegt hat, weil wir es annehmen, dass Gott Mensch wurde in Christus. Wir nehmen es an, der Geist Gottes sieht diese Entscheidung und zeugt in uns diesen neuen Menschen. Ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch, der alles neu sieht, ein neuer Mensch, der neue Wahrnehmungen hat, ein neuer Mensch, der Dinge ganz anders sieht als vorher. Diese Zeugung, wir lesen hier, nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht weil wir es wollten, nicht weil wir irgendwas dazu beigetragen haben, sondern allein weil der Geist Gottes die Entscheidung gesehen hat, dass wir Jesus Christus angenommen haben, zeugt er in uns einen neuen Menschen. Was geschieht, Geschwister? Der alte Mensch fängt an zu sterben. Ein Sterbensprozess beginnt. Der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch beginnt zu leben. Es ist der Mensch, den der Geist Gottes in dir erschaffen hat, in dir geschaffen hat. Es ist ein Fakt, den wir irgendwie wissen. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist kein Neuland. Und die Frage ist aber, sind wir uns bewusst, dass wir durch diesen Geist neues Leben haben, dass der alte Mensch gestorben ist mit Leidenschaften und Begierden. Galater Kapitel 5, Galater Kapitel 6 oder Römer Kapitel 6, 7 und 8. Sind wir uns dessen bewusst, dass der alte Mensch, der alte Adam, die alte Eva nun gestorben und der neue Mensch auferstanden ist in unserem Leben? Sind wir uns bewusst, dass der Geist Gottes durch Christus nun unseren alten Menschen erneuert hin zu einem neuen Menschen? Nun lebt Jesus in dir, nun lebt der Heilige Geist in dir. Der Geist Gottes möchte dein Herz nehmen, erneuern, verändern und der Geist Gottes möchte dich nehmen und deine Sinne verändern durch das Ebenbild Jesus Christus. Es fängt schon früh an. Jesus kam in diese Erde durch Maria. Der Geist Gottes zeugt einen Mensch und ein Mensch kommt in diese Erde, gezeugt vom Heiligen Geist. Und so ist es in unserem Leben. Wir sind nun neue Menschen, gezeugt vom Heiligen Geist, dadurch Kinder Gottes. Wir leben jetzt in diesem neuen Leben. Wir fangen an, Dinge neu zu erkennen. Wir fangen an, Dinge neu zu sehen. Als Säuglinge sehen wir, okay, in diesem neuen Leben ist alles neu. So wie ein Säugling diese Welt bestaunt. Er versteht nichts. Alles, was er sieht, sieht er zum ersten Mal. So ist es auch für uns. Wir kommen zu Christus. Der Geist Gottes erschafft in uns ein neues Leben. Wir fangen an, Dinge anders wahrzunehmen, neu wahrzunehmen. Wir fangen an zu sehen, okay, Gott hat noch viel mehr vor als nur das, was wir im alten Leben wahrgenommen haben. Das, was wir damals schlecht fanden, finden wir nun gut. Und das, was wir damals gut fanden, finden wir nun schlecht. Wodurch geschieht das, Geschwister? Weil wir unsere Sinne erneuern lassen
durch Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Philipper Kapitel 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Sinn, im Altgriechischen nous oder nous, N-O-U-S. Sinn heißt übersetzt Sinne, Gedanken. Es heißt das Organ des Wahrnehmens, das Organ der Denkweise, das Organ des Verstandes, der Wahrnehmung. Dieses Organ soll jetzt durch Christus Jesus erneuert werden. Hier sagt Paulus, denn ihr sollt so gesinnt sein. Euer Verstand, euer Denken, euer Fühlen, euer Empfinden, eure Wahrnehmung soll so sein, wie sie von Christus Jesus auch war. Deswegen hat der Geist Gottes den Sohn gegeben, damit wir anhand des Sohnes sehen können, wie wir in diesem neuen Leben wandeln dürfen. Der Geist Gottes gibt Zeugnis vom Sohn. Und deswegen hat der Geist Gottes uns auch, 2. Timotheus Kapitel 3, die Schrift gegeben, damit wir hier lesen können, hey, wir dürfen in diesem neuen Leben wandeln durch diese Anleitung. Wie leben wir in diesem neuen Leben? Durch die Anleitung des Wort Gottes. Fakt ist, wir haben durch diesen Geist, durch dieses Wunder des Heiligen Geistes, also dieser Zeitepoche leben, ein neues Leben in ihm. Was machen wir mit diesem Leben? Wie empfindest du nun in diesem neuen Leben? Lass uns eine Stelle lesen, die wir im Galater Kapitel 5 finden, die ich vorhin schon leicht angedeutet habe. Und wir lesen hier Galater Kapitel 5, Vers 25. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Luther hat es ein bisschen krass übersetzt. Im Textus Receptus lesen wir eigentlich, wenn wir durch den Geist neues Leben haben, so lass uns auch in diesem neuen Leben wandeln. Wenn wir in diesem neuen Leben sind, wenn wir in diesem neuen Leben gestellt sind, aus Gnade und durch Gnade, so lass uns auch in diesem neuen Leben wandeln. Lass uns in diesem neuen, gezeugten Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes wandeln. Wie oft müssen wir uns dazu entscheiden? Es ist die tägliche Entscheidung, die wir treffen müssen, in diesem neuen Leben zu wandeln, den alten Menschen loszulassen. Es ist sogar situationsbedingt wichtig, dass wir uns entscheiden, den neuen Menschen anzuziehen. Kolosser Kapitel 3, zieht nun den neuen Menschen an, als Auserwählte Gottes, zieht den neuen Menschen an und zieht den alten Menschen aus, wo Lüge, Habgier, Neid, Kolosser Kapitel 2, und so viel Schmutz ist, zieht ihn aus und zieht den neuen Menschen an. Wann ist diese Entscheidung fällig? Wenn du Auto fährst und vor dir bremst jemand ab und zeigt dir den Mittelfinger und du ihn schon anfängst zu beleidigen und du dich entscheidest, nein, ich lebe im Geist, ich habe ein neues Leben und ich entscheide mich jetzt so zu reagieren, wie es der Geist Gottes mir zeigt. Und der Geist Gottes wird dir das Ebenbild Gottes zeigen, das ist Jesus Christus selbst. Wie hat Jesus reagiert? Wenn dein Kollege dir voll auf die Nerven geht und du am liebsten ihn voll ins Reinwürgen würdest, wenn deine Menschen in deinem Umfeld hinter deinem Rücken schlecht reden und sie dich verleumden und du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, wenn du Probleme hast, Nöte und Sorgen, wenn der Teufel dich attackiert, wenn du versucht wirst, wenn du in Sünde fällst, wie gehst du dann um? Dann ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden, im neuen Leben zu wandeln, das Geistliche anzuziehen, den alten Menschen auszuziehen. Wenn wir durch den Heiligen Geist neues Leben haben, so lass uns auch durch den Heiligen Geist in einem neuen Leben wandeln. Geschwister, was bedeutet das? Wir haben ein neues Leben in diesem Geist. Aber wir haben definitiv ein Problem in unserem deutschsprachigen Raum und vielleicht sogar auf der ganzen Welt. In diesem neuen Leben gibt es einen Vorteil, den wir haben dürfen, der sowas von spektakulär ist, der so unfassbar stark ist, der so unfassbar krass ist, aber dennoch vernachlässigen wir diesen Teil des geistlichen Lebens total. Wir lesen im Hiob Kapitel 11 und ganz kurz zu Hiob. Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Chronologisch gesehen ist Hiob der Anfang der Dinge. Hiob lebt in den Zeiten Abrahams und wir lesen hier im Hiob Kapitel 11 Vers 7, dass Zophar Hiob eine Frage stellt, die so von Bedeutung ist heute für uns. Wir wissen, dass Hiob nicht in der Zeit des Heiligen Geistes lebte, sondern in der Zeit des Vaters. Es kam die Zeit des Sohnes und die Zeit des Heiligen Geistes. Und Zophar stellte in dieser Zeit des Vaters, wo sie die Kraft und die Autorität und die Machenschaften des Heiligen Geistes noch nicht kannten, stellte er diese Frage. Hiob Kapitel 11, Vers 7. Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Nochmal, kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit
des Allmächtigen gelangen? Eine Frage, die so entscheidend ist heute für uns. Können wir die Tiefe Gottes ergründen? Können wir die Vollkommenheit des Allmächtigen, können wir an diese Vollkommenheit gelangen? Die Antwort ist ganz klar, du nicht, ich nicht, wir nicht. Aber jemand, der in uns lebt, schafft es und es ist der Heilige Geist. Lasst uns aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 2. Und hier lesen wir, Geschwister, dass Paulus uns etwas sagt in einem Nebensatz, der ultimativ ist für unser Leben im Geist. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der schon im Anfang über diese Erde schwebte, als alles noch wüst und leer war. Der Heilige Geist, der sich dazu entschieden hat, in deinem Leben ein neues Leben zu erschaffen. Der Geist Gottes, der von Anfang an ist, der uns zum Unterpfand gegeben wurde, der uns dazu befähigt, dass wir mitgeholt werden können, wenn Jesus wiederkommt. Dieser Geist Gottes durchforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Er durchforscht die tiefen Herzschläge des Vaters, durchforscht die tiefen Gedankengänge des Vaters. Und dieser Geist lebt nun in dir. Dieser Geist möchte dir Offenbarung geben aus dem Himmel. Dieser Geist möchte dir sagen, was die tiefen Gedanken des Vaters sagen zu deiner aktuellen Situation. Dieser Geist möchte dir offenbaren, was die Pläne Gottes sind für dein Leben. Dieser Geist möchte dir sagen, hey mein Sohn, meine Tochter, so und so sieht es aktuell aus in deinem Herzen. Der Geist Gottes ist nicht nur der Beistand oder der Tröster oder der Geist der Wahrheit, er ist der Geist der Offenbarung. Und wir sind keine Esoteriker, die irgendwie nach der Erleuchtung suchen, sondern wir sind Inhaber der Kraft des Heiligen Geistes, der die völlige Offenbarungskraft auf seiner Seite hat. Die Frage ist, die ich mir stelle, wie oft suchen wir am Tag nach der Offenbarung des Heiligen Geistes in unserem Leben? Der Heilige Geist hat jeden Tag eine neue Offenbarung bereitgestellt für dein Leben aus den Tiefen des Vaters, aus den Tiefen Gottes, aus den Tiefen des Himmels, aus den tiefen Schätzen des Sohnes vorbereitet für dich und dein Leben. Aber wie oft am Tag sitzt du auf deine Knie und schreist nach oben, schreist zum Vater, schreist, Geist Gottes, offenbare mir die Tiefen deines Herzens. Was geschieht, wenn wir dies tun? Der Geist Gottes offenbart uns die Tiefen des Vaters und durch diese Offenbarung erhalten wir neue Prozesse der Sinnesveränderung, was wir in Philipper 2, Vers 5 gelesen haben, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Dies kann nur geschehen, wenn wir Offenbarungen darüber erhalten, wo wir Veränderung brauchen. Diese Offenbarung erhältst du nicht nur in YouTube-Predigten oder innerhalb von Konferenzen oder innerhalb von Gottesdiensten, sondern diese Offenbarungskraft des Heiligen Geistes erhältst du am allermeisten in deinem Kämmerlein, in diesen Stunden des Gebets, in diesen Zeiten des Gebets. Nur Geschwister, wir haben in Deutschland keine Zeit mehr für Offenbarungen des Heiligen Geistes. Wir haben keine Zeit mehr für die Zeit mit dem Heiligen Geist. Wir haben keine Zeit mehr dafür, dass der Geist Gottes in Fülle und in Kraft zu uns sprechen kann. Wir haben keine Zeit mehr dafür, dass wir unsere Knie beugen und sagen, Gott, offenbare mir die Tiefen deines Herzens. Was tun wir? Wir gehen zum Pastor, wir gehen zum Apostel, wir gehen zum Prophet und sagen, offenbare du mir bitte die tiefen Herzschläge des Vaters. Ich bin ein Vollblutpastor. Ich liebe es, Pastor zu sein, aber ich bin nicht die Offenbarung der Gemeinde. Auch nicht der Apostel ist die Offenbarung der Gemeinde. Auch nicht die Gemeindeleiter sind die Offenbarung der Gemeinde, sondern der Heilige Geist selbst und seine Offenbarungskraft möchte dir neu die Herrlichkeit, die Gegenwart, die Gedanken des Vaters zeigen und offenbaren in deinem Leben. Wann hast du wieder Zeit, dass der Geist Gottes zu dir sprechen kann in Fülle und in Kraft und in Majestät? Wann hast du wieder Zeit, dass der Geist Gottes dir offenbaren kann, was die Herzschläge des Vaters sind für dein Leben? Wann fragst du dich wieder, oh Mann, ich brauche die nächste YouTube-Predigt, ich brauche die nächste Konferenz, ich brauche die nächste starke, das nächste starke Seelsorgegespräch. Wann fragst du dich wieder diese Frage? Wenn du dich das aktuell fragst oder fragst, Schwäbisch, ja, dann geh jetzt auf deine Knie und sag, Geist Gottes, offenbare du mir jetzt die Herzschläge des Vaters. Geist Gottes, offenbare du mir jetzt, was der Vater mir sagen möchte. Nicht durch den YouTube-Prediger, nicht durch die Konferenz, nicht durch den Gottesdienst, sondern weil du in mir lebst, Geist Gottes. Weil du ein Teil von meinem Leben bist, weil ich ein neues Leben haben darf durch dich und ich nun auch in diesem neuen Leben wandeln möchte. Wir können nur
produktiv in diesem neuen Leben wandeln, wenn wir Offenbarungen des Heiligen Geistes haben. Wenn wir eine Offenbarung des Heiligen Geistes für unser Leben haben. Wir bestaunen Männer und Frauen Gottes, die in ihrem Dienst abgehen und Glaubensschritte gehen und Dinge tun, die kein anderer tut. Na, warum tun sie es? Weil davor eine Offenbarung des Heiligen Geistes stattfand in ihrem Leben. Wenn du die Welt verändern möchtest durch Jesus, wenn du dein Umfeld beeinflussen möchtest durch Jesus, dann fängt es an mit einer Offenbarung des Heiligen Geistes. Johannes Kapitel 1, nicht durch Fleisch, nicht durch Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern weil Gott sich dir offenbaren möchte. Weil Gott in dir ein neues Leben gezeugt hat und dadurch resultierend auch dir neue Geheimnisse des Himmels offenbaren möchte. Der letzte Punkt ist, Geschwister, die pure Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Was heißt es wirklich für uns Christen, im Geist anzubeten? Das sind alles gerade aktuell so meine Herzensschläge, meine Herzensgedanken. Und ich denke, es ist so entscheidend für uns Christen. Was heißt es wirklich, im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Johannes Kapitel 4, Vers 4, 23 und 24. Aber die Stunde kommt und ist schon da. Und sie ist aktuell jetzt genauso da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott sucht, nicht der Mensch sucht. Gott sucht Anbeter, die anbeten im Geist und in der Wahrheit. Geschwister, wir haben so viele Menschen in der Welt, die anbeten. Ich würde sagen, von fast 8 Milliarden Menschen beten alle 8 Milliarden Menschen irgendetwas an. Weil wir Menschen erschaffen wurden, für Anbetung. Wir wurden erschaffen zur Anbetung. Und deswegen betet der Mensch mit oder Gott irgendetwas in seinem Leben an. Mein bester Freund ist Ex-Profi-Fußballer, überspitzt gesagt. Und ich sage euch, wenn ich höre, wie sein Fußballleben aussah, dann ist das die pure Form der Anbetung. Ich habe letztens mit einem Whisky-Liebhaber gesprochen und er hat mir solche Dinge über Whisky erzählt. Da habe ich auch Spaß zu ihm gesagt. Whisky ist ja schon fast eine Religion für sich. Und wir haben dann gemeinsam gelacht. Was will ich damit sagen? Es war kein Anbeter, ja, kein Whisky-Anbeter. Aber was will ich damit sagen? Es gibt Hobbys, es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir anfangen anzubeten, unterbewusst. Wo wir anfangen, Dinge anzubeten und zu verehren und zu vergöttern. Und deswegen in diesem ganzen Anbetungspool sucht aber jetzt Gott die Anbeter, die ihn anbeten. Im Geist und in der Wahrheit, in den Gemeinden, in den Kirchen, sucht er die Anbeter, die nicht nur dastehen und sagen, oh Gott, wir denken an unser Mittagessen heute Abend und alle anderen singen schön mit, sondern er sucht die Anbeter, die dort anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Was heißt es, im Heiligen Geist anzubeten? Was heißt es, im Geist anzubeten? Der Geist Gottes lässt dich anbeten über deinen Umstand heraus. Der Geist Gottes zeigt dir nicht die Problematik deines Umstandes. Der Heilige Geist zeigt dir nicht deine Probleme, deine Sorgen, deine Nöte. Der Heilige Geist zeigt dir die Herrlichkeit des Vaters, Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 7, weil er selbst die Herrlichkeit des Vaters ist. Er zeigt dir, was es heißt, ihm alle Ehre zu geben, weil er es würdig ist, angebetet zu werden, auch wenn dein Umstand gerade das Gegenteil sagt. Paulus und Silas im Gefängnis, ich glaube Apostelgeschichte Kapitel 16, sie waren in diesem Kerker, sie waren eingesperrt wegen Jesus. In dieser finsteren Stunde lesen wir dort und sie fingen an zu loben und zu preisen. Sie fingen an zu loben und zu preisen. Sie haben nicht gebetet, Gott, erhöre unser Gebet, mach das Gefängnis auf. Sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen. Warum? Weil Gott es würdig ist, angebetet zu werden. Auch wenn der Umstand gerade nicht danach aussieht. Auch wenn es gerade Probleme gibt, wenn es gerade Sorgen gibt, wenn es Nöte gibt. Gott ist es dennoch würdig, angebetet zu werden. Wenn du in einem neuen Leben wandelst, wenn Gott in dir ein neues Leben erschaffen hat, dann betet dieses Leben Gott an, auch wenn es die Umstände danach gerade nicht aussehen. Auch wenn du gerade bedrückt bist, auch wenn du gerade Nöte und Probleme hast. Der Geist Gottes in dir ruft, bete ihn an, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Und in dieser Zeit der Anbetung, Apostelgeschichte 16 oder 17, Paulus und Silas im Gefängnis, brechen Ketten weg, Türen öffnen sich, Dinge werden erneuert, wenn wir anfangen, völlig im Geist anzubeten. Im Geist anzubeten heißt, Gott anzubeten, unabhängig von unseren Gefühlen, unabhängig von uns selbst, nur weil er es würdig ist. Nur weil er es würdig ist.
In der Wahrheit wäre noch ein Thema für sich. Geschwister, lasst uns in diesem neuen Leben wandeln. Was heißt es? Dass der neue Mensch betet Gott an. Der Geist Gottes schafft in dir ein neues Leben und er zeigt dir die Herrlichkeit des Vaters. Und diese Herrlichkeit des Vaters führt dazu, dass wir anbeten. Wir durften in den letzten Gottesdiensten erleben, was es heißt, im Geist und der Wahrheit anzubeten. Und ich sage euch, Geschwister, wir haben nicht mehr aufgehört zu beten. Es hat niemand mehr auf die Uhr geschaut. Menschen waren auf ihre Knie, Menschen wurden erneuert, Menschen wurden befreit. Menschen, die wirklich Kämpfe hatten, kamen nach vorne, fielen auf ihre Knie, fingen an zu weinen und wurden von neuem geboren durch die Kraft des Geistes. Das geschieht, wenn wir im Geist anbeten. Unabhängig von Raum und Zeit, unabhängig von einem Programm, unabhängig von Problemen, unabhängig von Sorgen. Einfach nur in der Leitung des Heiligen Geistes. Lasst uns ein neues Bewusstsein entwickeln, Geschwister, wer dort in uns lebt. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der dort, wo du bist, Erweckung durch dich auslösen möchte, weil du einen Erweckungsträger in dir hast und das ist der Heilige Geist selbst. Punkt 1. Der Geist Gottes zeugt in dir ein neues Leben. Lasst uns in diesem neuen Leben wandeln. Lasst uns täglich uns dazu entscheiden, diesen alten Menschen auszuziehen. Punkt 2. Der Geist Gottes möchte dir die Tiefen des Vaters offenbaren. Suche neu nach der Offenbarungskraft des Heiligen Geistes. Suche neu nach der Erkenntnis und nach der Offenbarung durch den Heiligen Geist. Er offenbart sich durch sein Wort, auch durch Gemeinde, auch durch Konferenzen, aber auch in deinem Kämmerlein. Und lasst uns Zeiten der Anbetung haben, wo wir Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, unabhängig von irgendetwas, nur weil er es würdig ist, angebetet zu werden, weil er den Preis bezahlt hat, weil er uns gerettet hat, weil seine Gnade wirklich uns genommen hat und sein neues Leben gestellt hat. Gott mit dir.